Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Ersatzversorgung. Was ist die Ersatzversorgung? Die tritt immer dann in Kraft, wenn es keinen richtigen Energieversorgungsvertrag gibt und dementsprechend der sogenannte Grundversorger, dazu kommen wir gleich, praktisch eingreifen muss und die Versorgung eines Endkunden übernehmen muss, damit der Strom eben nicht ausgeht. Wie wird die Ersatzversorgung geregelt? Paragraph 38 des Energiewirtschaftsgesetzes, EnWG, nennt sich Ersatzversorgung mit Energie und gibt relativ klar an, wenn es also keinen regulären Vertrag gibt, wenn ein Kunde keinem regulären Vertrag zugeordnet ist, dann wird er im Rahmen der Ersatzversorgung beliefert. Wie kommt es dazu, dass man keinem regulären Vertrag zugeordnet sein kann? Naja, zum Beispiel, wenn man einen Lieferantenwechsel durchführen möchte, also einen neuen Energieversorger haben möchte und die Anmeldung bei diesem neuen Energieversorger ist aus was auch immer für Gründen nicht erfolgreich. Genauso gut kann es aber auch sein, dass der Energieversorger wegfällt, weil er zum Beispiel insolvent geht oder weil der Netzbetreiber den Rahmenvertrag mit diesem Energieversorger kündigt, zum Beispiel weil er seinen Zahlungen nicht nachkommt. Die Ersatzversorgung endet automatisch, wenn es einen neuen Liefervertrag mit einem anderen Energieversorger gibt oder spätestens nach 3 Monaten. Nach 3 Monaten der Ersatzversorgung kommt man dann regulär in die Grundversorgung, also einen ganz normalen Standardversorgungstarif beim Grundversorger. Aber was genau ist eigentlich der Grundversorger? Das ist das Energieversorgungsunternehmen, was in einer Region die meisten Kunden beliefert. Diese ja im Prinzip Auszählung findet alle 3 Jahre statt und wird bundesweit wieder Mitte 2021 durchgeführt werden. In diesem Moment wird also gezählt, welcher Versorger in einem bestimmten Netzgebiet die meisten Kunden versorgt und dieser ist ab sofort der Grundversorger. In der Ersatzversorgung gelten für Haushaltskunden gesonderte Preise, die mit der Grundversorgung übereinstimmen. Das Ganze findet sich im Paragraph 36 des Energiewirtschaftsgesetzes. Dort wird eben klar gemacht, ein Haushaltskunde muss mit Preisen versorgt werden, die im Internet veröffentlicht werden, die also für jeden transparent dargestellt werden und an denen man sich dann eben auch orientieren kann. Der Tarif für die Grund- und Ersatzversorgung ist immer teurer als ein klassischer Energieversorgungstarif, weil es hier ein paar Unabwägbarkeiten gibt, die man für die Kalkulation schlicht und einfach bedenken muss. Wie ich ja beschrieben habe, würden Kunden zum Beispiel bei der Insolvenz eines Energieversorgers automatisch in die Ersatzversorgung fallen. Dann muss der Ersatzversorger, der Grundversorger, natürlich die jetzt dazukommende Energiemenge, die er ja versorgen muss, spontan am Markt irgendwo einkaufen, klassischerweise an der Strombörse. Das kann er ja jetzt nicht mehr langfristig und dementsprechend vielleicht etwas günstiger machen, sondern muss sehr kurzfristig Energiemenge einkaufen, die wahrscheinlich teurer sind als das, was er normalerweise gewohnt ist. Und dementsprechend muss er dort natürlich auch einen höheren Preis für den Endkunden ansetzen, damit die Kalkulation am Ende des Tages auch immer noch Sinn macht. Weitere Einzelheiten der Ersatzversorgung werden übrigens in der Stromgrundversorgungsverordnung Strom-GVV und der Gasgrundversorgungsverordnung Gas-GVV jeweils in § 3 namens Ersatzversorgung geregelt. Aber wie sieht der konkrete Prozess jetzt eigentlich aus? Es gibt im GBKE, den Geschäftsprozessen zur Kundenbelieferung mit Elektrizität, einen Prozess namens Beginn der Ersatz- und Grundversorgung. Dabei handelt es sich schlussendlich um einen relativ normalen Lieferantenwechselprozess. Das heißt, zwischen dem Grundversorger und dem Netzbetreiber werden verschiedene Daten hin und her geschickt, abgeglichen und zu einem bestimmten Versorgungsbeginndatum wird dann einfach der Grundversorger als Ersatzversorger für den Kunden eingetragen. Dementsprechend landet der jetzt auf der Kundenliste und fällt in die ganz normalen weiteren Abrechnungs- und Bilanzierungsprozesse. Wenn diese Anmeldung zur Ersatzversorgung gerade bearbeitet wird und parallel geht eine ganz reguläre Anmeldung eines ganz regulären Energieversorgers ein, dann muss diese reguläre Anmeldung mit Vorrang bearbeitet werden und dann auch mit Vorrang gewährt werden, sodass der Netzbetreiber die Ersatzversorgung wieder abbrechen würde und den Kunden in die ganz normale, von ihm ja dann gewünschte Belieferung mit einem ganz normalen Energieversorger führen würde. Sollte es zwischen dem Beginn der Ersatzversorgung und dem Beginn der regulären Energieversorgung eine Lücke geben, dann findet dort eine befristete Ersatzversorgung, zum Beispiel über 2, 3, 4 Tage statt. Die Beendigung der Ersatzversorgung findet über den ganz normalen Lieferendeprozess statt. Der konkrete Ablauf des Prozesses kann im GBKE unter Punkt 4
Prozessersatzversorgung entnommen werden. Die Kündigung oder der Lieferantenwechsel ist jederzeit und ohne Kündigungsfrist möglich. Das heißt, wenn ich informiert wurde, hey, Sie sind jetzt in der Ersatzversorgung, kann ich sofort den Vertrag mit einem ganz normalen Energieversorger aufnehmen und muss nicht mal 7 Tage, 14 Tage oder wie auch immer in die Zukunft abwarten, sondern kann sofort und ohne Kündigungsfrist in die Versorgung gehen. Das Ganze kann komplett formlos sein und findet klassischerweise natürlich so statt, dass ich auf der Webseite meines neuen Versorgers die Belieferung auswähle und der kümmert sich dann um den ganzen Hintergrundprozess des Lieferantenwechsels. Wie ist das bei euch? Wart ihr schon mal in der Ersatzversorgung, weil zum Beispiel der Lieferantenwechsel zum neuen Versorger nicht geklappt hat oder weil euer Energieversorger zum Beispiel insolvent gegangen ist oder ganz allgemein vom Markt verschwunden ist? Dann schreibt das mal in die Kommentare. Und ansonsten, habt ihr irgendwelche Fragen? Schreibt auch die in die Kommentare. Like das Video, gebt den Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiekram. Mein Name ist Carsten Eckert.